Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will 6 Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Hierher. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder, wohin es geht? Hurra! Alle Mann bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, eins, geht vor! Los geht's. Korea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Induktion. Seoul, Südkorea, 10. Juli 2054. Exotyp Soldat. Badger 01, in Bereitschaft. Alle Kapseln einsatzbereit. Alle Mann festhalten. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. Genau so ist es. Und damit auch hier nochmal ein herzliches Willkommen zu Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Einer Neuaufnahme aus Grafikgründen. Und es geht schon explosiv los. 30 Sekunden zum Einstiegspunkt. Wir sind über Seoul, Südkorea, wo der Krieg ausgebrochen ist. Hey, seh dich auf der anderen Seite. Uiuiui. Spaceman, schwerer Feindbeschuss in unserem Landevektor. Ei, Treffer! Festhalten! Mitchell, das Schock schließen! Komm schon, Mitchell! Jetzt! Ich bin dabei! Mitchell, jetzt! Ich gebe mein Bestes! Hui! Jetzt aber anschneiden, mein Lieber hier! Landepunkt zurückgesetzt! Scheiße! Achtung! Und ab durchs Hochhaus. Ei. Alle leben noch. Bist du noch am Leben? Mitchell. Die Tür. So, dann koppeln wir uns mal ab hier von unserem Anschnaller. Und die Neuaufnahme habe ich aus Gründen gemacht. Aus Grafikgründen, weil da hatte ich ein paar falsche Einstellungen noch drinne. Und sonst würde ich dem Spiel einfach nicht gerecht werden. Und das wäre unfair. Deswegen will ich jetzt diese Luke öffnen und Call of Duty in seiner vollen Grafikpracht genießen. Haltet die Augen offen, Leute. Immer noch keine grafische Revolution, sieht aber deutlich besser aus als noch in der ersten Aufnahme. Vorsicht! Ui, das war knapp. Mist. Okay, wir müssen zum Boden runter und zu Sprengteam 1 stoßen. Ja, Sir. Ja, man sieht hier schon, es ist einiges frisch. Auch die Texturen sehen jetzt besser aus als noch in der ersten Aufnahme, auf die ich jetzt aber nicht so weit eingehen will. Wenn ihr das Problem habt, schaltet mal ein paar Sachen an und wieder aus. Vor allem diese ganzen Speichersysteme, die sind sehr anspruchsvoll teilweise.
Und dann hat er bei mir einfach nicht mehr die alten Texturen geladen. Also er hat nur die alten Texturen geladen. Das war natürlich ein bisschen schade, weil dann sah Call of Duty natürlich direkt mal nicht mehr so geil aus. Mikroruckler habe ich noch zwischendurch immer. Das war jetzt aber so immer noch viel mehr. Das war jetzt noch von der Grafik. Jetzt geht's aber erstmal los. Kontakt, Kontakt. Denn wir wissen, hier gibt's den Erstkontakt. Und schöne Headshots. Oh, der lebt noch. Waren das alle? Da war da noch einer, oder? Ich wusste es doch. Nochmal schnell nachladen. Auf dieser Seite geht steil runter. Hier drüben haben wir Platz. Wir müssen runterspringen. Macht eure Booster bereit. Denkt dran. Kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall. So. Dann springt ihr mal vor, Freunde. Und jetzt kommt was richtig Cooles. So eine Art Jetpack, der Booster. In der Zukunft haben die Soldaten sowas. Genau wie so ein Exoskelett. Das sieht man da. Das macht die besonders stabil und stark. Und wir springen jetzt mal runter hier. Und aktivieren das Ding, damit wir nicht so schnell fallen. Wir können das auch kurz vor dem Fall aktivieren. Oh, da habe ich schon mir leicht den Knöchel verstaucht, aber es macht nichts, das lädt sich ja wieder auf. Und Korea brennt, Seoul steht in Flammen, Nordkorea hat Südkorea angegriffen. Die Stadt steht in Flammen, komplett. Und hier kommt auch nochmal die Grafik zur Geltung. Die halt, wie gesagt, nicht atemberaubend, keine Revolution ist, aber doch echt Schmucke noch aussieht. Ranger-Trupp 227, geben Sprengteam 1 Unterstützung. Die sind schon abgerückt. Dachten, ihr wärt tot. Wie ist deren Position? 2 Kilometer nordwestlich. Landquadrat 775. Okay, wir rücken ab. Verstanden. Haltet die Augen offen. Wir haben auch tatkräftige Unterstützung in Form von diesen geilen Dingern. Nicht schlecht. Und jetzt gibt's den ersten richtigen Feindkontakt mit den Nordkoreanern. Den Truppen wahrscheinlich des Opas Kim Jong-un oder dessen Nachfolgers. Wir wissen alle, eine Diktatur, eine Militärdiktatur, die nicht unbedingt sehr sympathisch ist. Und hier in der Zukunft in Südkorea eingefallen ist. Wir versuchen das natürlich tunlichst zu vermeiden. Deswegen sind wir hier. Und deswegen verteilen wir ein paar Kugeln. Ein bisschen Blei. Frei Haus. So, einmal kurz in Deckung gehen. Ja, Züge sind gecancelt, alle. Und die Emergency Evacuation auch. Wird niemand mehr rausgeholt aus der Stadt. Interessanterweise wird ja die USA unter anderem für die Teilung des Landes verantwortlich gemacht. Wegen dem Koreakrieg damals. Da habe ich mir ein paar Dokus reingezogen. Aber was in Korea heutzutage abgeht, ist auch nicht mehr feierlich. Könnt ihr auch ein paar Dokus sehen. Wie da auch teilweise so eine Scheinwelt für die Journalisten aufgebaut wird. Jetzt aber erstmal hier, 2054, mitten im Krieg. Ui, ui, ui. Alle Mann runter! Ein Drohnenschwarm! Eine Bedrohung! Deswegen habe ich mir die Autotür geschnappt und damit kann ich da ein bisschen ausharren hier. Jemand an das Geschütz! Und der jemand sind natürlich wir! Wer sollte es auch sonst sein? Oh, Vorsicht, Vorsicht! Die gottverdammten Drohnen! So, rüber hier! Lass die Autotür fallen, du Vogel! Mitchell, an das Geschütz! Haltet die Drohnen von uns fern! Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist! Dann gebt mal Gas, Jungs! Ich hab hier nicht ewig Zeit! Auf die Drohnen! EMP bei 50%! Hoi, 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 was für ein Feuerhagel! Sie sind überall! Scheiße, ihm zu viel Schaden! EMP geladen! Abfeuern! Na dann mal adios, Freunde! Tuck, tuck, tuck. Das war nicht schlecht. EMPs sind sowieso wahrscheinlich eine Riesengefahr. Mitchell, hier drüben! Booster einsetzen, um über den Platz zu kommen. Der Booster ist schon eine richtig coole Erfindung, finde ich. Das macht Spaß. Los, los! Wir müssen durch dieses Hotel! Durch das Hotel, wo damals noch die Kunden von Samsung wahrscheinlich untergebracht wurden, also die Großkunden.
Denn Samsung ja eine koreanische Firma. Korea, Südkorea ja überhaupt sehr aufstrebend, auch als Wirtschaftsmacht. Da seien sich welche ab! Der lebt ja noch, jetzt aber nicht mehr. Wenigstens einen haben wir erledigt von den Käuzen. Granätchen, bitte, frei aus. Hoi, 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 hoi. Die hat gesessen. An der Seite noch. Shit. Muss nachladen. Wow, das war ein Hodentreffer, aber in letzter Sekunde. Eieiei. Wir spielen übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad Soldat. Das ist ungefähr der mittlere Schwierigkeitsgrad. Wie ich immer Call of Duty spiele eigentlich. Und es gehört ja zu alter Tradition hier, dieses Game. Deswegen freue ich mich halt auch besonders. Und bitte auch alle Hater, auch hier nochmal gesagt, sich zurückzuhalten. Denn damit vermiest ihr anderen den Spielspaß. Wir mögen das Spiel, die Leute, die das Video schauen. Und die es vielleicht sogar feiern. Ich mag es auch und ich freue mich auf die weiteren Storylines. Diese Folge wird natürlich ein bisschen länger werden. Weil wir ja sonst nur Inhalte zeigen würden, die wir schon in dieser Folge mit schlechterer Grafik gezeigt haben. Das will ich natürlich vermeiden. So, jetzt werden hier Headshots verteilt. Cormac, komm mal lieber wieder ein bisschen zurück. Da unten hängt doch einer. Meine Fresse. Und hier auch noch schöne mit Laservisier und Pipapo, dem ganzen Schnickschnack. Der liegt erstmal auf der Treppe. Ist die Treppe hochgefallen. Tut mir aber leid. Arschschuss, mein Lieber. Arschschuss. Nein, zu Südkorea, Nordkorea werde ich in den nächsten Folgen natürlich auch noch wesentlich mehr erzählen. Wenn wir vielleicht mal ein paar Verschnaufpausen haben. Der liegt da noch. Der lag da noch und der lebte noch. Oder was? Sehen schon cool aus, die Einheiten in der Zukunft. Was haben wir hier noch an Waffen? Vielleicht nehmen wir gerade mal eine andere, um ein bisschen Abwechslung zu zeigen. Ja, nehmen wir doch mal die zur Hand. Ist vielleicht nicht ganz so effizient. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Booster bereit machen. Aber auch nicht schlecht. Man lebt nur einmal. Na, dann will ich auch mal. Jetzt du, Mitchell. Ist nicht wie in der Grundausbildung, was, Mitchell? Die ganze Stadt ist am Arsch. Die Scheiße da sichern. Weiter geht's. Alter Schwede. Wie alles den Bach runtergegangen ist. Das haben die schon cool inszeniert. Havoc-Werfer, direkt voraus! Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Sprengteam finden. Sie haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer. Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus. Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen. Gehen Sie ruhig vor, ich habe da nichts gegen. Sprengteam 1, hier Badger 01. Seid ihr da? Over. Wir hören Badger 01. Wir nähern uns der Position des Havoc-Werfers. Sende jetzt Videokoordinaten. Verstanden, wir empfangen. Rücken zu Fuß vor. Ankunft in 15 Minuten. Okay, beeilen wir uns, Badger-Team. Eieiei. Drohnen! Puh, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Scheiße, die Drohnen sind richtig übel. Shit, Granätchen. Deckung, Deckung. Oh, unglaublicher Feindkontakt wieder mal. Sicher! Okay, hier wäre aufgeräumt. Sehr schön, da freue ich mich doch. Oh, das wollte ich nicht. Ah, das Gepäck hier nehme ich mit. Das kleine Paket. Warten wir erstmal auf unsere Freunde. Jackson zieht ein bisschen hinterher. Der ist eh ein Problemfall, muss ich ja mal sagen. Auch wenn ich alle seine Alben gekauft habe. Hahaha. Mal wieder der schlechte Witz zwischendurch, den werde ich noch öfter bringen, wenn er mir begegnet. Sie setzen Rauch ein! Warngranate werfen! Das ist jetzt ziemlich geil, finde ich, mit diesen Warngranaten. Ich kann durch manche Gegenstände auch schießen, beziehungsweise durch manche Materialien. Nicht durch alle leider, aber so ein Schild ist da kein Problem, ganz klar. Mauern natürlich schon. Und wenn ihr mal in Kampf geratet, versteckt euch auch nicht hinter solchen tollen Pappwänden oder so. Das bringt überhaupt nichts.
sicher! Und auch nicht hinter Autotüren. Das bringt nämlich auch überhaupt nichts. Das ist nämlich eigentlich nur Blech. Nicht wie in vielen Filmen angedacht. Scheiße. Die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration. Wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Alle Zivilisten gestorben. Wasser lag noch da und sie hatten alle ihre Koffer dabei. Sie wollten wahrscheinlich raus aus der Stadt. Hier noch eine Werbung. Sah mal glücklich aus, die Mitchell, Zeit. Mitchell, mach das Tor auf! Und so schnell kann sich die Welt verändern. Nicht feuern! Blau! Blau! Identifizieren! Atlas PMC Rettungseinheit. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Also los! Mir nach! Atlas, Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep. Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land dienen, nicht meinem alten. Schluss jetzt. Da vorne bewegt sich was. Patrouille, ausschalten! Nummer 1 wäre erledigt. Nummer 2 wäre erledigt. Und Nummer 1 lebt noch. Ich dachte, das heißt Nummer 5 lebt. Oh Gott. Wieder ein unglaublich schlechter Witz. Ja, wer Sarazar zum ersten Mal schaut, der muss sich an so schlechte Witze direkt gewöhnen. Da kommen noch mehr. Wenn er weiter schauen will überhaupt, das weiß ich natürlich nicht. Ich freue mich natürlich über jeden, der hier mit mir fiebert bei Call of Duty und in die Story eintaucht. Und natürlich in die volle Ladung Action. Du Penner, bleib liegen, sage ich. Hier auch nochmal einen schönen Headshot verteilt. Oh, so ein paar viele gerade hier, für meinen Geschmack. Oh, das war Will. Sorry, Will, Alter. Oh, habe ich meinen Kollegen wieder getroffen. Ich kann die auch manchmal echt nicht unterscheiden. Ey, das ist echt übel. Guck mal. Ist gar nicht so mal so schlecht, die Waffe. Die hat nämlich automatisch schon so ein Wärmeding dabei. Seht ihr das? Wo die Feinde markiert. So ein Warngerät. Ich denke mal, das müsste ja bei Wärme laufen, sonst könnte ich mir das kaum erklären. Okay, Will, ich gehe da hinten rum, du da vorne, ne? Abgesprochen, alles klar, jo. Da. Ist aber nicht mehr auf 1. So, jetzt liegt da, der Kontakt. Wir spazieren weiter. Hier die Bar, die kann übel enden. Ach, du Scheiße. Guck mal einer an. Kurz ein bisschen zurückziehen. Lieber nochmal nachladen. So, da vorne ist da noch wer hinter der Bar, oder? Da hat sich doch wer verschanzt. Ich wusste es doch. Ach, der lebt noch. Der hat den Arschschuss vertragen. Wie viele Kugeln kann der denn im Hintern? Ist der 50 Cent oder was? Oh, Ruhe. Schön. Ach, guck mal da unten, der sieht mich nicht. Das war sein Fehler. Noch mehr? Will noch mal wer sterben, zufälligerweise? Will noch wer seinen virtuellen Tod erfahren? Zum Glück nur virtuell. Ah, da hinten. Oh, Will habe ich auch einen Streifschuss verpasst gerade, glaube ich. Was rennt der denn da auch mitten in die Schusslinie rein? Ja, Alter, tu nicht gut, ey. Das ist ja wirklich eine Nummer. Cool. Hier können wir unser Gepäck ein bisschen aufladen. Mit F. Au! Oh, vielleicht hätte ich das ein andermal machen sollen. Nö, nee, war gut. Der Raketenwerfer, Burschi. Granate! Ich hätte die zurückgeworfen. Nicht schlecht. Sprengteam 1, bitte komm! Scheiße. Wir müssen weiter! Yeah! Einmal durchgesiebt. Ab durch die Mitte. Elektro-Titte. Hahaha. Will ich auch mal ein bisschen mitfliegen hier. Mit dem guten Jetpack. Mit dem Booster, wie er hier genannt wird.
Izakaya. Da gab's auch mal leckeres Essen. Was gab's denn hier? Traditionelles Essen in Korea ist ja nicht unbedingt Sushi. Das ist eher japanisch, aber ich denke, das gibt's auch in Korea ziemlich groß. Aber so gut verstehen sich die Koreaner und die Japaner, zumindest damals, verstanden sie sich nicht so gut. Weil Japan war ja eine Eroberungsmacht von Korea. Wir müssen das Sprengteam finden. Mitchell, hier rüber. Und die waren damals nicht so gut, auf die Japaner zu sprechen. Heute sind Südkorea und Japaner, glaube ich, recht eng noch mittlerweile befreundet. Aber Nordkorea hat natürlich einen Hass. Hier ist der Havoc-Werfer. Das Sprengteam sollte in der Nähe sein. Hier drüben! Scheiße. Sie sind tot. Okay, okay. Ich sehe Ihre Sprengsätze. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht. Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer in Position. Ich hol die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaff das. Okay. Mitchell, du gehst mit eins. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los. Nehmen Sie die Sprengladung auf. Okay. Jetzt zeigen wir auch direkt schon was Neues, was in der Folge nicht so vorkam. Und wir rennen ab durch die Mitte. Yeah. Guck mal. Bams. Das finde ich nicht in Ordnung. Okay, einmal kurz in Deckung. Haben wir doch mehr abbekommen, als ich dachte. Oh, ruhig Blut, Mitchell, ruhig Blut. Los geht's, komm. Da hängt der noch. Oh, fuck, was ist hier los? Was ist das hier, Säcke? Alter, als Nahkampfwaffe mal eben so eine Granate. Oh, Will, das warst du. Ja, sorry, sag doch was. Sind da noch mehr? Heieiei. Oh Gott, das war ein bisschen zu stürmisch vorgegangen. Schnapp dir die Ladungen! Ich schnapp mir erstmal den schönen Granatwerfer hier. Das ist doch was Nettes. Raketenwerfer! Wo denn? Hm? Naja, wie auch immer. Ich nehme jetzt die Ladung. Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Mitchell, mir nach! Okay, sorgen wir dafür, dass diese Männer nicht umsonst gestorben sind. Boah, ist der geil. Alter Schwede, ist das ein geiles Teil, der Granatwerfer hier. Das ist ja eine unwahrscheinlich krasse Waffe. Die sollte es bei Amazon geben. Besser nicht. Die haben ja schon die Drohnen hier hingeschickt, die Jungs von Amazon. Uns die ganze Zeit einheizen. So. Das Sprengteam ist tot. Wir versuchen, die Mission selbst abzuschließen. Hammer. Ho. Na, könnt ihr euch nur noch drehen, ihr dummen Dinger? Weiter, Feuer, Mitchell. Wir haben es fast geschafft. Boah. Alter, die halten aber einiges aus. Da hinten auf der anderen Seite. Hier oben waren bestimmt auch noch welche, oder? Da oben machen die sich da gemütlich. Was soll das denn, bitteschön? Haben sie uns nicht wirklich gesehen. Wunderbar. So sehe ich das gerne. Wir haben einiges ausradiert. Alter, das Teil ist ja unwahrscheinlich krass. Und das sollen wir jetzt zerstören mit der Sprengladung. Boah. Ich sollte ein bisschen langsamer vorgehen. Ich glaube, das wäre ganz ratsam. Okay, der eine ist down. Ich brauche eine neue Waffe, dringend. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das beste Gerät, aber ich glaube, das andere haben wir gerade nicht im Angebot. Mitchell, hier rüber! Schnapp mir lieber die. Die Ladungen. Schnapp dir das Ding! Die Ladung! Timer läuft jetzt! Ah! Shit! Ah! Scheiße! Mein Arm ist gebrochen! Tut scheiße weh! Los, zieh! Komm schon! Scheiße! Schäd dich nicht um den Timer! Noch einmal! Zieh! Wir heben ab! Du musst weg! Los! Mitchell! Wir haben keine Zeit! Du musst sprengen! Jetzt! Wir können den noch nicht alleine lassen! Komm schon nochmal! Okay. Seh dich auf der anderen Seite!
Willy! Oh mein Gott. Ruhe in Frieden. Will ist tot. Mitchell! Mitchell! Spaceman! Badger 2 hat's erwischt, ich brauche einen Rettungstransport! Einen Moment. Schön durchhalten. Alles wird gut. Wir bringen dich heim. Der Arm ist verloren gegangen. Alter Schwede, das ist nicht gesund. Und Will ist tot. Einsatzbericht abgeschlossen. Induktion. Ja, wir haben jetzt natürlich nochmal ein paar richtige Extrapunkte gesammelt. Trupp Badger hat beim Zurückdrängen der nordkoreanischen Invasion geholfen. Die Stadt ist gerettet, jedoch zu einem hohen Preis. Will Irons ist tot und sie wurden schwer verletzt. Wir haben den Arm verloren, was natürlich nicht so prickelnd ist. Und Will ist tot, der direkte Freund. Direkt lassen sie zu Beginn mal den Freund sterben. Das war es soweit von dieser Episode von Call of Duty Advanced Warfare mit der Neuaufnahme in Sachen Grafik. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich das nochmal neu hochladen muss. Und ich hoffe, ihr findet das auch gut so, denn sonst wäre ich dem Spiel einfach nicht gerecht geworden. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ich freue mich darauf.